Wir sind Clara und Jonathan und 18 Monate lang mit unseren Backpacks durch Asien gereist. Wir durften so viel erleben, dass unsere Geschichte schon jetzt Bücher füllen könnte. Aber für uns war es nur ein einziges Kapitel in dem Buch unseres Lebens. Wir haben bisher nur einen kleinen Fleck der Welt gesehen, aber wir haben immer mehr gespürt, dass Reisen auch anstrengend sein kann. Die 18 Monate haben uns ausgelaugt. Ständig umziehen, neue Umgebungen, neue Sprachen, neue Kulturen. Deshalb sind wir im Mai zurück nach Deutschland geflogen, zu unseren Freunden und unserer Familie. Diese Pause in Europa hat uns Zeit gegeben, die letzten Monate zu verarbeiten und unsere Batterien wieder aufzuladen. Viel ist in den vergangenen 1,5 Jahren passiert. Wir haben uns verändert und auch die Art, wie wir die Welt sehen, hat sich verändert. Wir haben realisiert, dass Heimat jetzt nicht mehr nur noch ein Ort ist. Sie ist in uns. Überall, wo wir waren, wo wir Freunde gewonnen haben und Erinnerungen gesammelt haben, haben wir ein Stück von uns gelassen und auch etwas Neues mitgenommen. Schon nach den ersten 2 Monaten zu Hause hat sich wieder ein Gefühl in uns breit gemacht, eine innere Unruhe. Die Reiselust hat uns langsam, aber sicher wieder gepackt. Und jetzt, nach 4 Monaten, sind wir absolut bereit für die nächste Reise, für das nächste Kapitel. So, wir haben jetzt alles fertig gepackt. Diesmal sind wir mit Koffer unterwegs, kompletter Umstieg. Und nur einen anderen Rucksack pro Person. Wir sind deutlich leichter unterwegs als auf der Backpacking-Asien-Reise. Und es fühlt sich irgendwie an wie ein ganz neues Kapitel. Mit dem Koffer, mit weniger Gepäck. Es fühlt sich irgendwie wirklich an, als würden wir auswandern statt zu reisen. Das ist krass. Morgen um die Uhrzeit sind wir schon lange weg, sitzen im Flieger. Jetzt fühlt es sich noch so heimisch an, nach der doch relativ langen Zeit zu Hause. Und dann geht's morgen früh einfach los. Abreise heißt auch immer Abschied. Die Schattenseite in diesem Buch, die wir nicht überblättern können. Wir sind wieder auf dem Weg zum Flughafen. Aufgeregt. Wieder auf dem Weg ins Ungewisse, ins neue Abenteuer. Jetzt sind wir wieder auf uns gestellt, bereit zu zweit weiter unser neues, altes Leben zu leben. Das, was wir zuletzt in Singapur am Flughafen gelassen haben. Wie genau das jetzt weiter aussehen soll, wissen wir noch nicht. Und das ist auch gut so. Was wir wissen, ist, dass wir nicht viel zum Glücklichsein brauchen. Uns, einen Koffer und 2 Rucksäcke. Lange haben wir überlegt, wo es für uns weitergehen soll. Zurück nach Asien? Irgendwie fühlt es sich dort am vertrautesten an. Aber nein, wir wollen ein neues Kapitel schreiben, kein altes wieder aufmachen. Und damit geht es in Richtung Süden. Erstmal noch in Europa. Und damit hallo aus Spanien, genauer gesagt aus Barcelona. Wir sind jetzt schon ein paar Tage hier und uns gefällt es richtig gut. Es fühlt sich an, als würden wir langsam ankommen und uns auch so ein bisschen einleben. Wir wissen noch nicht so ganz, wie es weitergehen soll für uns. Wir wissen auf jeden Fall, dass wir jetzt langsamer reisen, länger hier bleiben, das Ganze entspannter angehen und noch mehr von der Umgebung und den Menschen kennenlernen möchten. Und wir fühlen uns richtig, richtig wohl hier. Ja, es ist auch verrückt, wie anders alles ist. Irgendwie 2 Stunden mit dem Flugzeug weg. Die Menschen sind anders, die Landschaften, die Kultur. Es ist einfach schön hier. Und das Schönste ist, unser Haus ist einfach nur 6 Minuten zu Fuß vom Meer entfernt. Und von der Dachterrasse sieht man es auch. Ist das nicht wunder, wunder, wunder schön? 18 Monate Südostasien haben uns gezeigt, wie einfach und leicht das Leben sein kann. Viele haben vermeintlich wenig, sind aber trotzdem so glücklich. Diese Leichtigkeit ist es, die uns fasziniert. Es hat uns gezeigt, dass es auch andere Lebenswege gibt als der uns bekannte. Wir haben das Gefühl, dass der Weg zum Glück nicht unbedingt der ist, den wir uns vorher ausmalen. Für uns sind es vor allem die Menschen und aber auch die Einblicke in die fremden Kulturen und Lebensweisen, die uns oft zeigen, was wir wirklich brauchen. Und das ist oft viel weniger, als wir eigentlich denken. Manchmal sollten wir uns trauen, unseren eigenen Weg zu gehen, unabhängig davon, was andere denken. Denn das, was wir auf Reisen bisher schon gelernt haben, kannst du in keinem Buch finden. Diese Erfahrungen, die Begegnungen und die Freiheit, sich auf das Ungewisse einzulassen, sind die Dinge, die uns für immer prägen werden. Wir haben gemerkt, dass Entscheidungen aus dem Bauchgefühl heraus irgendwie immer genau das Richtige sind.
Spanien war für uns auch eine absolute Bauchentscheidung. Eigentlich wollten wir nur Asien machen, vielleicht noch weiter entfernte Länder sehen. Jetzt sind wir doch so nah an Deutschland geblieben, aber es fühlt sich gerade genau richtig an. Und ja, es passt einfach. Wir hoffen, das Video motiviert euch auf jeden Fall auch mal auf euer Bauchgefühl zu hören, irgendwie was Neues auszuprobieren oder vielleicht auch irgendeine Reise zu buchen. Und schreibt uns auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie geht ihr mit eurem Bauchgefühl um? Hattet ihr schon mal so eine Entscheidung? War es gut oder habt ihr vielleicht auch mal einen Fehltritt damit gehabt? Würde uns auf jeden Fall mal interessieren, das von eurer Seite zu wissen. Jetzt wünschen wir euch aber erstmal einen schönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.